Grüezi und herzlich willkommen zu Andi zeigt's. Heute zeige ich Ihnen, wie Sie zu unserem E-Banking kommen und wie dass wir das einrichten. Als erstes dürfen Sie bei uns vorbeikommen und verlangen Sie am Schalter den E-Banking-Vertrag. Der sieht so aus. Füllen Sie das Formular ausfüllen, unterschreiben und am besten gerade wieder am Schalter abgeben. 2 bis 3 Tage später haben Sie dann Post von unserem Briefkasten. Das gibt einen Brief mit der Benutzeridentifikation und einem Passwort. Was Sie noch weiter brauchen, um das E-Banking einrichten, ist Ihr Smartphone und ein PC. Fangen wir doch gerade an damit. Starten Sie den PC auf, gehen Sie ins Internet und geben Sie auf Ihrem Browser www.rbm.ch ein. Dann kommen Sie auf unsere Homepage und oben rechts hat es einen Button E-Banking. Den Button drücken und dann kommen Sie auf die Login-Seite. Da werden Sie gefragt nach der Benutzeridentifikation und dem Passwort. Und genau das ist jetzt in dem Brief, den man Ihnen zugeschickt hat. Als erstes gibt man die Benutzeridentifikation ein. Die fängt zu 99% mit 47N an. Gibt man das ein. Dann muss man kontrollieren, ob man es wirklich richtig eingegeben hat. Und nachher gibt man das Passwort ein. Da ist ganz wichtig, Klein- und Grossschreibung beachten, sonst geht es dann nicht. So, hat man das eingegeben, drückt man Enter und es geht einen Schritt weiter. Dann kommen Sie auf Ihrem Smartphone einen Code über. Den Sicherheitscode auch wieder exakt eingeben, Gross- und Kleinschreibung auch hier beachten. Dann hat es einen Button Anmelden. Den drücken. Dann ist es ganz wichtig, dass Sie Ihr persönliches Passwort eingeben. Nochmal das Passwort eingeben, das Sie auf dem Brief haben. Als Bestätigung, dass Sie es dann wirklich auch sind. Und nachher ein individuelles Passwort eingeben. Ganz wichtig ist da, dass Sie wirklich auch ein Passwort eingeben, das verhebt. Zur Sicherheit immer noch Sonderzeichen, Zahlen und einen Grossbuchstaben mit einfügen. Das Passwort muss man dann bestätigen. Wenn man das Passwort zweimal richtig eingegeben hat, kann man auf den Button Passwort ändern drücken. Nach dem Passwortwechsel ist der erste Schritt abgeschlossen. Im zweiten Schritt werden Sie aufgefordert, auf eSecure zu wechseln. Mit dieser App wird Ihr E-Banking noch sicherer. Dazu benötigen wir das Smartphone. Gehen Sie auf Ihrem Smartphone entweder, wenn Sie Apple haben, in App Store oder wenn Sie ein anderes Smartphone haben, auf Google Play und suchen Sie dort das App eSecure. Sobald Sie es gefunden haben, eSecure, können Sie das abladen. Sobald das abgeladen ist, können Sie im E-Banking den Button «Jetzt umstellen» drücken. Dann erscheint ein QR-Code. Machen Sie das App eSecure auf. Und in der App, im untersten Balken, hat es ein Zeichen QR-Scanner. Tun Sie den herheben
und dann tut sie ihnen ein neues Benutzerkonto auf der App hinzufügen. Weiter gibt es im Internet und in unserem E-Banking einen Hinweis auf die Gerätedaten, die wir jetzt gerade gescannt haben. Dann können Sie einen Namen eingeben für Ihr Smartphone. Oder den Vorschlag übernehmen, wo es geht, und auf Weiter drücken. Und schon sind Sie im eSecure. Somit sind Sie erfolgreich ins E-Banking eingestiegen, sehr schmal, und Sie sehen schon Ihre Konto- und Depotdaten.